Sagen Sie mal, bin ich hier richtig? Ja, ja, Sie sind ja richtig. Bin ich hier richtig? Ja, kommen Sie mal. Im Zweifelsfall sind Sie ja goldrichtig. Unsere Katze hat Junge, 7 an der Zahl. 6 sind Kommunisten, 1 ist liberal. Junge, 7 an der Zahl. 6 sind im Westen, 1 ist nicht normal. Aber du hast doch vor 14 Tagen noch ein ganz anderes Gedicht aufgesagt. Ja, aber da waren die Kätzchen ja auch noch blind. Ich bin so unglücklich. Ja, rausgekriegt, mein Mann war bei der Stasi. Ist mir so peinlich, mein Mann war bei der Stasi. Ja, Traude, wie hast du denn das rausgekriegt? Oh. Er hat einen Zettel auf den Tisch gelegt und da stand drauf, bin im Keller. Die Sowjetmacht hat uns nicht nur befreit, sie hat auch vom ersten Tag an unseren demokratischen Aufbau tatkräftig unterstützt. Ihr habt berichtet, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt. Die schweren Feldarbeiten werden in der Sowjetunion von Maschinen durchgeführt. Schon lange hat die Sowjetunion in Bezug auf die Mechanisierung der Landwirtschaft die Vereinigten Staaten von Nordamerika und die anderen kapitalistischen Länder überflügelt. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt sehr mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen. Und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.